Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin, dies ist mein niegelnagelneues U-Bahn-Netzwerk hier in Bamopolis. Ja, und jetzt geht's drum, dass ich, nachdem ich jetzt mich ein bisschen blöd angestellt habe in den letzten Episoden, sorry nochmal, würde ich jetzt gerne diese letzten Punkte miteinander verbinden. Aha, und das war's. So, jetzt habe ich hier diese Hürde genommen. Das bedeutet, ich würde jetzt gern eine neue U-Bahn-Linie erzeugen. Da haben wir es doch. So, mal kurz Pause, damit es in Ruhe läuft. So, ich beginne hier unten. Neue Linie hinzufügen. Und dann fährt die da hoch. Und dann fährt die da rüber. Und dann fährt die da runter. Und dann fährt die dahin. Und dann geht sie wieder zurück. Tada! Großartig. So, dann würde ich vorschlagen, los geht's. Jetzt gucken wir mal, wie das hier so abgeht, ob sich da was tut. Wo ist denn die Bahn? Wo ist die Bahn? Wo ist die Bahn? Ich kann sie nicht sehen. Keine Bahn. So, ja, wir müssen mal gucken. Irgendwo wird sie schon sein, die Bahn. Wir entdecken sie vielleicht noch. Ich gucke mir mal kurz das Gebäude hier an. So, wie sieht's denn aus? Hier sehe ich keine Bahn. Da drüben sehe ich wieder irgendein Gebäude, das mir Ärger macht. Oh, Ihre Stadt verbraucht mehr Wasser und produziert mehr Abwasser, als es abwickeln kann. Ehrlich? Na, wir sind so langsam offensichtlich wieder an einer Grenze angekommen. Gut, dann brauchen wir eben wieder. Genau, deswegen fand ich es auch gut, den Friedhof da außen hinzusetzen, weil egal, was ich hier so fabriziere, das dürfte die ja nicht stören. So, jetzt haben wir zum Beispiel wieder mehr Wasser und jetzt geht es halt wieder ums Abwasser. Oh. Hier erzeuge ich natürlich mittlerweile schon ganz schön viel Schmutz. Ach. Das ist doof. Aber da kann ich nichts machen, oder? Abwasser, das Abwasserrohr pumpt Abwasser hinaus. Beachten Sie, dass kein Abwasserfluss aufwärts zu pumpen. Beachten Sie, dass ein Abwasserrohr zur ordnungsgemäßen Betrieb immer eine Wasserpumpenstation benötigt. Keine Straßenanbindung erforderlich. Ja, gut. Gibt's denn hier... Wasseraufbereitungsanlage. Oh ja, das kriege ich auch bald. Kriege ich auch bald. Soll ich noch so lange warten? Abwasserproduktion, Entleerungskapazität. Naja gut, jetzt ich baue jetzt mal nochmal so ein Ding. Das ist jetzt zwar, wie gesagt, eigentlich nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Aber wir machen das jetzt mal, bloß damit wir die gröbsten Probleme in den Griff kriegen. Und dann kümmern wir uns aber so langsam auch um unsere umweltpolitischen Aspekte. Denn das hier ist natürlich, das ist nicht das, was ich mir vorstelle. So, okay, sei es drum. Wir haben ein paar Sachen, die wir eigentlich jetzt auch schon angehen können in Sachen Umweltpolitik. Ich hatte das letztes Mal durch Zufall gesehen und habe das dann gar nicht weiter kommentiert, aber richtig geil war das nicht. Ich habe hier ein Kraftwerk, Kohlekraftwerk, das produziert 40 Megawatt Strom. Und es hat immerhin Kohle gespeichert, aber... Ja, was soll ich sagen? Es ist natürlich schon so ein bisschen, ne? Also umwelttechnisch ist es nicht so geil. 560 Bam-Dollar kostet mich das pro Woche und die Verschmutzung beträgt 50. Starke Umweltverschmutzung. So, jetzt gibt es hier diese fortschrittliche Windturbine. Die produziert 20 Megawatt. Also ich müsste zwei dieser Turbinen bauen, um den Strom von diesem Kraftwerk hier aufzufangen. Und zwar an idealer Lage, sage ich jetzt mal. So. Dann aber
spare ich sogar ein bisschen Geld im Unterhalt, weil es sind hier 560 und hier sind es nur 200. Gut, jetzt muss ich zwei bauen, dann sind es 400, aber es sind immer noch 160 Bam Dollar weniger pro Woche. Ich glaube, ich will das machen. Der Umwelt zuliebe, meine Lieben. So ist es. Schauen wir mal, wenn ich das jetzt hier platziere. Außerhalb der Stadtgrenzen, willst du mich verarschen? Das ging doch auch. Warum konnte ich das da hinsetzen? Ah, jetzt geht's. Hier. Und es produziert? Muss man wahrscheinlich ein bisschen Abstand halten zum Rest. Produziert 20 Megawatt. Tada! Ah, das sind ja ganz nah beisammen. Das sah so aus, als wären die voll weit auseinander entfernt. Ah, okay. Ah, okay, okay, okay. So, und jetzt nochmal 20. Zack. So, Lärmbelästigung, erstmal egal, weil, ne, ist da im See. Tut jetzt erstmal nicht so weh. Und jetzt gleich werden die losrattern. So, und jetzt würde ich ganz gerne konsequenterweise ein Kohlekraftwerk abschalten. Am besten, ich suche mir eins aus, das hier so, eins der ersten. Vor allem eins, das jetzt hier so in diesem Innenstadtbereich liegt. Das ist das Kohlekraftwerk, was am weitesten nach innen ragt. Deswegen mache ich es weg. Ich hoffe, dass mein Plan aufgeht. Aber rein kalkulatorisch müsste es das. So, und das wiederum bedeutet, ich könnte jetzt aus diesem Bereich hier ein bisschen Industrie machen. Das ist jetzt zwar natürlich umwelttechnisch noch nicht deutlich besser, aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Schauen wir mal, ob auch sich Industrie ansiedelt oder ob das reines Wunschdenken ist. Ja, auch verkehrstechnisch ist auch nicht mehr ganz so geil, wie es schon war. Vor allem hier stadteinwärts. Oho! Du Scheiße, die Donutwagen stauen sich. Ja, also so wie ich das sehe, muss ich auf jeden Fall in nächster Zeit ein bisschen aktiv werden hier auch mit dem Verkehr. Es war ja klar, dass das irgendwann kommt. Ich hatte nur die Hoffnung, dass sich das möglichst lange zieht. Ist aber nicht der Fall. Gut, aber sei es drum, wir haben trotzdem, glaube ich, ein paar schöne Fortschritte gemacht mit unserer Stadt. Verkehrstechnisch, ja, da muss jetzt was passieren. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten in den Griff kriegen. Ich denke zum Beispiel darüber nach, jetzt hier da mal auch viele LKWs und so, klar, die wollen halt irgendwas transportieren. Hier, forscht Wirtschaftswagen. Da ist halt die Devise Güterzug, ne? Darum haben wir uns ja noch gar nicht gekümmert. Da muss hauptsächlich demnächst irgendwas passieren. Das wäre schon ganz clever. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich jetzt hier so am Außenbereich der Stadt das Ganze irgendwie platziere. So, mal gucken, wie wir das dann genau machen. Aber hier in der Nähe des Friedhofs oder noch besser, vielleicht hier in dieser Nähe, wäre das ganz gut. So, mittlerweile transportiere ich auch tatsächlich 7 Einwohner mit meiner wahnsinnig teuren U-Bahn. Aber vielleicht ist das eine Sache, die sich erst entwickeln muss. Lassen wir das einfach mal so laufen und dann werden wir schon sehen, was wir machen können. Ganz nebenbei bemerkt, könnte ich eigentlich meine Buslinie... noch mal ein bisschen kultivieren. Das hier sind jetzt die U-Bahnen. Und wie erkenne ich jetzt noch mal die Bushaltestellen? Ah, okay, verstehe. Weil es wäre ja wichtig, dass ich auch hier irgendwie so ein bisschen Bushaltestelle noch platziere. Machen wir mal hier neue Linie hinzufügen. Also wir könnten mal anfangen bei diesem Kreisverkehr, weil das wird sowieso auf kurz oder lang zum Thema werden.
Ja, das mache ich so. So, und jetzt fahren wir los. Also hier, das ist ja quasi bei der Schule. Ne? Und jetzt fahren wir da mal ein bisschen hoch. Ein Block, noch ein Block, noch ein Block, noch ein Block. Dann fahren wir hier hoch bis zu, ja, warum nicht, bis zu der Fabrik. Und dann fahren wir hier wieder runter. Hier vielleicht. Genau. Und dann über den Friedhof wieder zurück. Dann haben wir nämlich hier auch eine Linie, schön miteinander verbunden. Prima. Und weil es gerade so schön ist, bleiben wir beim Thema und machen das hier unten auch, weil hier haben wir ja noch gar nichts gemacht. Hier wäre es zum Beispiel wichtig, da ist die U-Bahn, noch eine kleine Bushaltestelle irgendwo hin. Und dann legen wir los, fahren darüber, dahin, halt beim Krankenhaus, halt einmal hier im Kreisverkehr und dann kümmern wir uns aber um eine andere Route. Genau, wir bleiben dann in diesem unteren Bereich. Fahren dann einmal hier hoch. Nein, wir gehen sogar noch weiter. Wir gehen dahin. So. Und dann fahren wir hier hoch. Bringen einfach alles ein bisschen. Da sind wir beim Park. Das ist prima. Dann gehen wir hoch zu dieser Industrielandschaft hier. Und gehen dann hier außen. Fahren wir dann entlang. Da verbinden wir den Park und hier haben wir die Uni. Genau. Und dann kommen wir hier langsam wieder zurück zu dieser Haltestelle. So. Oh, hier ist irgendwie, seht ihr das? Die sind tatsächlich gestresst vom Lärm. Gebäude in dicht besiedeltem Wohngebiet. Kranke Bürger. Ja, was könnte es sein? Ich könnte mir vorstellen, dass der Krach primär nicht davon kommt, nee, sondern hiervon. Das müssen wir uns auch mal kurz angucken. Den Radius kann man sich jetzt nicht mehr anzeigen lassen, ne? Oder verschieben? Ah, doch, kann man. Hier. Naja, gut, eigentlich sind die Gebäude noch nicht betroffen, aber vielleicht ja dann doch so ein bisschen. Strom habe ich aber mittlerweile genug. Ich könnte ernsthaft drüber nachdenken. Ich könnte ernsthaft drüber nachdenken, das abzureißen. Ich meine, das würde jetzt nicht so wahnsinnig viel bringen, aber so ein bisschen was vielleicht ja schon. Vielleicht gönne ich mir auch mal einen Blick in meine... Hier, Katze wurde gerettet. Ohrenstöpsel, Gehörschutz. Dieser Krach macht mich wahnsinnig. Recyceln ist wichtig. Okay, attraktivste Stadt. Brauchmelder, bla bla bla. Okay, alles im Wesentlichen ganz gut. Wie sieht es denn aus mit meinen Richtlinien für die City? Hier ist die Sonnenseithöhe. Die könnte ich übrigens noch mal ganz kurz noch erweitern. Genau, bis dahin. So habe ich mir das auch vorgestellt. So. Prima. Genau. So.
Und dann haben wir hier das Elchviertel und hier ist das Belmontviertel. Das haben wir schon runtergezogen. Genau, prima. So, und jetzt kann ich mir nochmal die Richtlinien angucken. Hier haben wir Verteilung von Rauchmeldern. Klar, jetzt Recycling könnte man eigentlich schon mal überall so ein bisschen anbringen. Warum nicht? Das ist gut. Dann haben wir hier hier Sonnenseithöhen. Auch hier fände ich es gut. Recycling. Und der Bildungsschub. Priorisiert bei jungen Erwachsenen Bildung über Arbeit. Gut, im Moment läuft es aber da, in dem Bereich finde ich ganz gut. Ich denke, was ich habe, ist ein verkehrstechnisches Problem. Das sieht man auf jeden Fall. Und ich habe auch ein bisschen ein Problem mit Geräuschentwicklung. Aber zum Glück jetzt ehrlicherweise nur in dem Bereich hier. Das hat wahrscheinlich schon ein bisschen viel geworden. Ne? Es ist halt alles sehr gedrängt. Muss ich aufpassen, dass da nicht so ein Slum draus entsteht. Ich habe hier zwar ein bisschen Landschaft und so, aber. 21 von 21 Haushalten. Kranke Bürger. Okay, nicht so geil. Müssen wir halt mal in den nächsten Episoden schauen, wie wir das Ganze ein bisschen verbessern können. Also klar. Stromtechnisch sind wir jetzt hier nicht mehr so sehr angewiesen auf diese Windkraftanlagen, die zwar ein bisschen was produzieren, aber vor allem halt Krach machen. Trotzdem würde ich gerne, also ein paar würde ich schon gerne behalten. Ich glaube nämlich, dass eigentlich auch der Abstand groß genug sein müsste. Aber ich reiße ihn trotzdem nicht mal weg. Dann bleibt hier halt diese Reihe da oben. Das ist in Ordnung. Das kann man so lassen. Vielleicht wird dann damit auch das Geräuschproblem hier in dem Viertel ein bisschen besser. Oder aber ich werde dann halt mal schauen müssen, dass ich da vielleicht das doch wirklich einfach niederreiße und da einen Park hinsetze. Das wäre auch schön. Das schauen wir uns in der nächsten Ausgabe an. Ich habe jetzt ja 100.000 Steine auf der hohen Kante, da lässt sich doch bestimmt was damit machen. In diesem Sinne, meine Lieben, mein Name ist Captain Bam, ihr seid die Besten, bis morgen. Tschüss. Ich hab heute schon Trillionen Pops besiegt. Mein Livestream ist bei Millionen beliebt. Hab heute schon 100.000 Autos geknackt. GTA macht's möglich, ich wurde noch einmal verknallt. Ich hab in meiner Welt eine eigene Stadt, die einen Zoo und ein Aquarium hat. Ich bin der größte Fisch, regiert diesen Tausch. Ich bau alles schön auf und mach's im Erdboden gleich. Der Pass kommt von CR7, ich zieh ab.